Yo Leute, herzlich willkommen zu GTA Online. Große Feuerball, Junge! Bam! So, ab geht's. Play mehr oder weniger hat jetzt gestartet. So, direkt mal neue Karre geholt. Sieht wesentlich geiler aus. So, GTA Online Let's Play hat gestartet. Ihr könnt gerne dabei sein. Ich hätte das wie folgt geplant, und zwar spiele ich jetzt alleine mit Freunden oder auch mit euch, wenn ihr dabei sein wollt. Einfach GTA, ein bisschen online, ein bisschen Scheiße bauen, ein bisschen rumfahren, maybe eine Mission machen. Wir spielen das, worauf ihr Bock habt, also schreibt einfach mal in die Kommentare, was ich machen soll, was ihr sehen wollt, und ja, jetzt würde ich sagen, keine Zeit mehr verlieren, denn wir spielen jetzt GTA. Bloodburst. Nach einer langen, aufwendigen, blutigen Reise haben wir es nun endlich geschafft, den hohen Berg des Lebens zu erklimmen. And his name is John C. Weiter geht die Post, ab geht die Luzi und los, zack. Brumm, 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 ja, ja. Jump! Die Epic-Rolle ins Wasser. Jawohl, nice. Sehr geil. Ich schmeiß ja so die Brühe raus. Ich schmeiß ihm so die Brühe raus, dass der nie wieder aufsteht. Herzlich willkommen zu Fahrschulsimulator. Ich weiß, dass man in diesem Spiel nicht blinken kann. Dieses Spiel legt einen Scheiß drauf auf, wie gesagt, Blinken, Verkehrsschilder und sonstige Sachen. Aber wir werden es mal anspielen. Zuerst kommen wir zum theoretischen Teil mit der Frage, wie viel Liter Wasser kann ein Tropfen Öl ungenießbar machen? Wenn ich aus dem Wasser rauskommen würde, können wir das machen. Blinker ist eingestellt und dann geht's auch schon direkt los mit der ersten Fahrstunde. So, die Scheibe, die braucht man gar nicht wirklich zum Fahren. Die ist eher sichtbehindert und ja, das Auto ist erstmal abgekühlt, würde ich sagen. Denn so ein Kühlerkopf, der schadet auch nicht.
Ich wollte ihn gerade zu einem schönen traditionellen Faustkampf herausfordern. Ich würde sagen, wir tauchen mal ab. Ja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.